Aber er ist, glaube ich, mit, warte. Mit, wir müssen dann alle einzeln gehen, weil er ist mit diesem Boxer. Mit diesem Okay. Nino. Okay, lass dahin. Kalaken müssen ausgerottet werden. Assalamu alaikum, Babari, King von Deutschland. Ich bin nur wegen dir gekommen, weißt Wegen mir, und warum holst du mich nicht rein, sondern Nino Ideal? Warum holst du diesen du? Ja. Mascara rein? Erstmal, Hey, Assalamu alaikum. alaikum. Erstmal Alles ist Nino von klar, Mascara. kein Problem. Aber wenn ich mit euch ein bisschen Zweitens. chillen kann, wäre cool, weil ich mag euch, ja? Ich mag Yasser sehr, ich mag Aaron von Tommy. Und Tut mir leid, ich bin nicht auf dem klaren Verstand. ich habe dich Was? gesagt, ich habe gesehen, wie du mit Yasser matchst, habe ich euch gelassen. Ah, okay. Arvad, ich habe ein Omelette gemacht. Morgen. Er hat 18 Eier getrunken heute. Ich gebe dir einen Rat. Geh Finger rein tun, hau das raus. Nein, wie viele Eier hast du? 6 Weil Eier hast du, ne? sonst wird's morgen noch schlimmer. Was meinst du mit Finger? Was? Geh rein, übergeben. Bevor es sich verarbeitet, noch schlimmer wird, gell? Wallah, Leute, guck mal, alle, die drinnen sind, Papadi, jetzt mal folgen, das ist ein Backup-Account, Wallah. Wallah, bester Wallah, Mann. Bruder, ganz ehrlich. Arvad, das Ganz ist ehrlich. eine laufende Biomülltonne. Ich will dir was Er sagen, stinkt, er ist Barello. alles abgehärtet. Mittlerweile interessiert mich gar nicht, ob die mir folgen oder nicht. Wallah. Ja, aber es klingt doof, ob davon wegzugehen und so. Ich scheiß auf alle Accounts, weil die drehen doch sowieso, egal was du sagst, sie ziehen sich das so, stellen irgendwas dahin. Ach, ich will gar nicht drüber reden, ich schwöre dir. Ich bin schon satt von den Nachrichten, die ich sehe und die Bilder und diese Ungerechtigkeit auf dieser Erde. Wahnsinn, ich schwöre dir. Immer wieder erleben wir das. Diese Bild-Zeitung, diese Zeitung Berlin. Arafat, Bruder, was denkst du, was muss passieren oder was kommt in Zukunft, damit endlich der Weltfrieden ist, damit endlich das alles vorbei ist? Weil diese ganzen Kriege, die sind schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wir leben eigentlich immer noch in den Trümmern der Vergangenheit und deswegen schießen wir immer noch darum. So, was denkst du deiner Meinung nach? Das würde mich interessieren. Was muss passieren, damit es wirklich auch in der modernen Dass Zeit endlich mal keinen Krieg mehr gibt? der größte Hetzer auf dieser Erde, der Axel Springer Verlag, verboten wird. Was? Dass der größte Hetzer und Islamhasser, der Axel Springer Verlag, verboten wird. Dass Nino, Menschen, wer ist das? warte ganz kurz, dass die führenden Kräfte, aber weißt du was, was beschwere ich mich überhaupt über den Axel Springer, über Wer ist das, Amerika, über Axel? Ich weiß ihn, nicht. über Yasser? Ich sag dir ganz ehrlich, wo sind denn die islamischen Länder? Die wenigsten nur sagen, die müssen ja nicht mal Krieg machen. So sagen, hey, mal zu. So läuft das nicht. Aber ach. Axel Springer ist nur Deutschland. Dann geh mal bitte auf Google und guck mal, was die haben in Amerika 1 Milliarde Euro investiert. Ist nicht nur Deutschland. Da bist du Krieg. sehr, sehr falsch informiert. Alles zusammen, Leute, let's go. Und Marello, weißt du, was was denkst das du Schlimme gerade? ist? Scheiß mal auf Let's Go und alle zusammen. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir sind doch auch alle, die meisten. Egal welcher Mensch, der kann doch zu Gott bitten, Ja. dass zum Beispiel es aufhören soll. Aber Ja. die Leute interessieren sich nicht dafür. Weil alle 2 Jahre oder ein Jahr passiert das. Ach, geht eh vorbei. Der eine traut sich dies nicht, der eine traut sich das nicht. Aber wenn wir, ich weiß, du bist kein Muslim, aber du hast doch, irgendwo fühlst du doch auch Gerechtigkeit in dein Herzen, oder? Natürlich, Bro. Du bist doch auch Natürlich. Mensch, oder? Es muss kein Ja. Muslim sein. Weil ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn ich jüdische Kinder, christliche Kinder, Buddhistenkinder sehe, brennt mir mein Herz. Niemals Ich würde ich habe von irgendwo. Muslims sehr, sehr viel gelernt, Bro. Ich habe von Muslims sehr, sehr viele Weisheiten und auch so Sachen gelernt und die habe ich auch für mich beibehalten, wo ich dann sogar sagen muss, dass Muslims, die das manchmal sogar nicht beibehalten haben, ich sogar mehr auch. Deswegen wegen Muslim oder nicht Muslim, aber. Hier schreiben welche, der und dieses Land, ich will die Namen nicht nennen, unterstützt. Niemand unterstützt, okay? Ist das. Ich appelliere an mir, an mich selber und an jeden einzelnen Menschen da draußen. Wenn irgendwelche humanitäre Hilfe gestoppt wird oder irgendwelche Gelder eingefroren werden, jeder von euch kann 10 Cent, 1 Euro spenden. Die Masse macht's. Arafat, und dann so eine Behinderte, Arafat, warum gehst du nicht helfen?
Ey, da kommt keiner rein und da kommt keiner raus. Hört doch auf mit so einem. Wallah, diese Rosen hast du verdient für diese, was du redest, Wallah. Ich meine ernst, was soll diese, wenn ihn ganz ehrlich, und jeder, der irgendwie anderer Meinung ist, der soll mir entfolgen. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Wirklich, raus. Ist mir scheißegal, was sie über mich denkt. Ja, Yasser, was ist deine Meinung dazu, Yasser? Das ist wirklich Kopf kaputt, ja, dieses Thema aktuell. Und ganz ehrlich, wenn jemand mir sagt, ja, aber was sagst du zu der Aussage oder zu der, hat der es gesagt? Das Reden ist Kacken. Man redet, kommt ein Wünsch weg. Was habe ich von Reden? Die reden seit 70 Jahren. Hat sich was verändert? Nein. Guckt euch diese Videos an. Wallah, wäre es andersrum, würde ich genauso reden. Das ist unfassbar. Unfassbar. Das ist eine Ausrottung. Oder wie so ein Köter, so aller Köter Justin Bieber. Schreibt mir eine Fahne und zeigt mir Bitte, irgendwelche Papa, Gaza-Bombardierungen. ich feiere Justin Bieber, bitte. Warum hast du Guck Justin dir an, Bieber was der beleidigt? gepostet hat, dieser Hund. Was hat er gepostet? Justin Biebers Illuminati, die halten alle Er ist zu für denen. Is Warte mal, er ist für Israel und zeigt, guck mal, die armen Israelis, was mit dir passiert, aber zeigt die Bombardierung von Gaza. Aber Papa, du checkst deine Sache nicht. Nicht Kylie Jenner das gepostet, nicht Justin Bieber. Die haben unterschrieben, die sind bei Illuminati, die müssen das posten. Die müssen auch Aber posten, trotzdem, werden die welch. gecancelt. Du verstehst das nicht. Denkst du, die posten das selber? Die werden Aber dann gecancelt. müssen die damit, die müssen aber damit leben dann, weil das durch ihr Gesicht gepostet ist, weißt du, was ich meine? Dann können die nicht sagen, im Endeffekt, ja, aber ich habe das nicht so gemeint oder mein Management war das oder so. Ascha genauso war, oder wie heißt der, dieser Köter, dieser 1,20 Köter, dieser PA Sports oder was? Ah, nee. möchte gern Weltmeister. Wallah, jetzt gehe ich die Schminke. Falls meine Schwester von Kylie Jenner Schminke hat, werde ich alles kaputt machen. Wallah. Alle ihre Schminke werde ich kaputt machen von Kylie Jenner. Wallah. Das ist schon mal der erste Schritt, Marello. Der erste gute Schritt, den du machen Bitte, kannst. ganz ehrlich, bei Einfach allen anstellen Respekt. für Kylie Nein, nein, Jenner. nein, nein, stopp, 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 stopp. Und das ist es. Sie verpesten uns mit Kylie Jenner. Weißt du was, mit Kylie Jenner oder die anderen? Eigentlich habe ich das gar nicht gesehen, aber irgendwie Leute haben mich markiert, weil ich so Müll nicht folge. Ich lasse mich mein Gehirn verbrennen von so einer Wachsfigur, Alter, die gemacht von vorn und hinten. Immer nur, aber auch leider Gottes, gerade unsere Schwestern, unsere Brüder, jeder, oh, heute höre ich so, Ibo will ja, live, Furcht, Ibo will live, Ibo will live. ist mir gerade egal, wer live will, dann soll er doch live gehen. Heute höre ich Wenn so, ihr wollt, ja, ich ich mache noch bin. eine, dann kann ich rausgehen. Alles gut, Warte Leute, wenn ihr ganz kurz, irgendwas der macht. fängt gerade auf. Lass doch mal jemand ausreden, ich gehe raus gleich, ey. Weil ich bin Kylie Jenner entfolgt. Warum denn? Ja, weil sie so. Warum folgst du dir überhaupt? Wer ist sie denn? Wer ist sie jetzt? Ganz ehrlich, wer ist sie? Ja. Nein, wer ist sie? Justin Bieber. Die ist die Wallah, wer erste ist sie denn? Milliardärin Frau. Wallah, richtig cooler, Alter. ich sage euch ehrlich, die amerikanischen Stars, die haben mich eh nicht interessiert. Das ist Ich habe ein alles bisschen. Bullshit. Außer Wer wir Ariana sind. Grande. Ich muss ehrlich Warte, sagen, ich hatte ein bisschen einerseits, Crush auf wer wir sind. Ariana Grande. Weißt du was, Sascha, wenn wir nichts sind, dann verpiss dich doch hier. Sag dir irgendjemand, du sollst uns folgen, blockieren, tschüss. Ganz einfach. Nee, nein, das hat uns gefreut, ne? Bleib stark, lass dich niemals runterziehen. Egal, wer versucht ihn mal. Bleib immer Ich sehe ein bisschen. Nochmal, einer schreibt, warum geht der Bruder Okay. mit Israelis live? Dann Gar sehe ich nichts raus. gegen ihn, gar Arafat, nichts gegen ihn. Yasser, ich wünsche einen schönen Abend, Brüder. Habibi Nino, pass auf dich auf. Ich bin vielleicht am Wochenende in Berlin, vielleicht kann man was essen zusammen oder einen Chai trinken oder so. Meld dich, Nino, Habibi. Habibi. Ciao, wenn du in Aber, Berlin bist, sag Papa, Bescheid. Ibo kennt sich gut aus mit ich diesen melde Geschichten. mich. Ciao, Gentlemen und Bruder, Barello. Wallah, ich meine das jetzt, ich mache dieses Thema Das kein ist nicht so. Maskerade. Es ist, weißt du was, wenn du die Wahrheit sagst, sag doch. Der Guck mal, ich Prophet will dir was sagen. Alaihissalam Ich mache sagt, auf dieses es Thema wird kein eine Maskerade. Faktum. Wenn du Bruder, die ich habe Wahrheit heute den sagst, ganzen hör zu. Tag. Wenn du die Wahrheit sagst, stellen sie dich als Lügner. Und wenn du lügst, sagen sie, er sagt die Wahrheit. Dass der Prophet Alaihissalam hat gesagt, es wird eine. Wir sind doch in der Zeit. Die wird nicht kommen, die ist schon länger da. Welche Zeit sind wir? Weil Wir sind doch schon da. Ja, der Wahrhaftige wird als Lügner dargestellt und der Lügner wird als wahrhaftig dargestellt. Punkt. Es geht nicht darum. Wallah, ich gucke mir diese Videos an. Ich dachte mir, Alter, wirklich, wollen die Leute, was für manipulieren? Ich sag dir ganz ehrlich. Da Sollen sie doch schreiben. war doch der Sheikh Schusmu, Rahim. Sheikh Ibrahim. Da haben wir nicht über was anderes geredet. Da haben wir alles Dings. Du die Leute Aber abgesucht.
Das ist eine Lügenpresse. Es ist doch normal. Aber sie wollen es doch so. Ist doch in Ordnung. Warte, warte, ich schuhe jemanden rein jetzt. Ist mir auch egal, wie du rein. Ich finde es wirklich, wallah, ja, nee. Hallo? Wallah, ich bin belastet. Wallah, was ich auf Video hatte, wallah, tippkehr. Das ist nicht normal. Ja, was die gerade machen, ist nicht normal, wallah, al-azim. Ich meine, das ist ernst. Jeder hat Kinder. Stell dir mal vor, das ist dein Kind oder deine Mutter. Das ist unfassbar. Und Umut rein. Papa, Ari, wenn du wüsstest, dass Umut. Wallah, ja, sei mir für ihn die Worte, rede du. Bruder, wallahi, ihr kommt mir mit euren verfickten TikTok-Problemen. Ihr habt keine Probleme, Alter. Das behindert, was ihr habt. Wallah, das andere, das sind Probleme. Ihr solltet lieber aufrufen, jeden Tag müsstet ihr jeden Tag aufrufen, wer einen Euro übrig hat, er soll spenden. Weißt du, wenn die Großen jetzt, du hast gar keine Ahnung, was sie machen. Elektrizität, kein Wasser, die werden also, wenn sie die nicht so umbringen mit Bomben, wollen sie die aushungern lassen. Das ist deren Demokratie. Das sind nicht unsere Freunde oder irgendwas. Wallah, die wollen nichts Gutes. Die haben auch nichts Menschliches in sich. Wallah, Papa, ich sag dir eins, ne? Das, was du sagst, ne? Du hast irgendwie sag ich, du hast recht, aber es ist eine Zeit gekommen, keiner wird zuhören. Menschen werden reden, Menschen werden aber predigen. Fang doch bei dir selber an. Heb deine Hände, bete und bitte Allah um Hilfe. Vielleicht erhört dich Allah. Allahu alam. Oh, Papa, weißt du, wie viele Menschen beten, denkst du, Allah hört nur auf mich? Vielleicht hast du irgendwas in deinem Leben getan und wenn es ein klitzekleine, die für dich null wert ist, aber für Allah riesengroß. Allah ist der Größte natürlich. Verstehst du, was ich meine? Denk nicht immer, soll er auf mich hören. Weißt du was? Jeder sollte mal anfangen zu bitten. Okay? Um dass Krieg allgemein aufhört. Leute, macht jeder weiß, Mann, Leute, wallah. Jeder weiß auf dieser Erde, ja, dass besetzten Gebiete der Palästinenser 67, jeder weiß auf der Erde, die Einsiedler verscheuchen die Palästinenser aus ihren Wohnungen. Jeder weiß das. Aber. Naja, jeder kennt die Wahrheit, aber keiner. Das Problem ist nur, für die anderen sind das Kakerlaken und die anderen sind keine Kakerlaken. Bison Ali, die haben Palästina-Flagge so gehalten, die Polizei hat die angegriffen. Palästina-Flagge weg. Aber ich bin wirklich, ich bin euch ehrlich, ich bin für Frieden. Die sollen sie angreifen, die sollen auch die nicht angreifen. Hör mal zu, ich will dir was sagen, warum ich für Frieden bin. Willst du wissen, warum? Warum? Ich sag dir warum. Wo lebst du? In Deutschland. Hast du genug zu essen? Alhamdulillah. Hast du ein Dach über dem Kopf? Alhamdulillah. Hast du Angst, dass irgendeine Rakete über deinen Kopf fliegt? Nein. Hast du Angst, dass irgendjemand kommt, auf die Tür klopft und sagt, verpiss dich, das ist meine Wohnung? Nein, oder? Nein, habe ich auch nicht Angst. Deswegen, deswegen bin ich für die Menschen da unten, egal wie, für Frieden. Wir können uns gar nicht in dieser Lage versetzen. Stimmt. Wir sagen immer, Scheiße, können wir nicht. Sie haben das Leid. Aber wir gucken von, warte mal, komm mal, hör mal zu. Wir gucken nur von hinten. Klar, wir versuchen zu spenden, wir versuchen Dua zu machen, aber wir sind hilflos. Hast du mitbekommen auch in Afghanistan und so mit Erdbeben oder hast du das nicht? Möge Allah, Azza wa Jal, der Erhabene, möge Allah den, was soll ich dir sagen, mit ihnen sein und nicht gegen die sein. Bruder, und einer, ganz ehrlich, guck mal, ich habe wirklich in den ganzen Jahren was gelernt. Ja, weder ein arabisches Land oder irgendein anderes Land steht hinter Palästina. Vielleicht Irland steht hinter Palästina. Aber Alhamdulillah, Inshallah, Allah steht hinter Palästina. Inshallah. Amen. Wenn die meisten Muslime wissen, was Palästina bedeutet, dann könnten wir weiterreden. Aber sie wissen doch gut. Ja, bei allem Respekt, ich will euch nicht angreifen. Ihr drei wisst gar nicht, was Palästina bedeutet. Ja. Palästina ist nicht für die Palästinenser. Ömer, danke schön. Ist für die ganzen Muslime. Palästina ist ein Land, aber ist nicht unabhängig, weil es Krieg gab seit Jahren. Stimmt's? Palästina ist für die ganzen Muslims auf der ganzen Welt.
Für die Freiheit. Es ist nicht ein Konsens. Al-Quds. Und weißt du, was ist? Jeder Al-Quds, wir denken, die Moschee, ja? Das ist nicht die Moschee mit den goldenen Kuppel, die ist weiter links. Wir werden nicht mal mitkriegen, dass sie kaputt geht. Das werden wir nicht mal mitbekommen. Weil jeder erwartet, dass diese andere Moschee kaputt geht. Okay? Die andere Moschee ist der Felsenberg. Aber Jam al-Aqsa, das ist nicht die mit der goldenen Kuppel. Ich sag doch, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Isra und Miraj, er ist von Mekka, guck mal, er ist von Mekka, wohin gegangen? Nach Jerusalem. Stimmt's? Mit Jibril alaihi wa sallam, mit dem Burak. Warum ist er dahin gegangen? Allah azza wa jal oder der Prophet sallam, der wollte eine Botschaft hinterlassen. O Ummat Muhammad, habt euer Auge auf Al-Quds. Aber Bruder, jeder hat ein Auge auf was anderes. Carlos! Genau da ist sein Auge, auf Carlos. Er hat mir ein Flugzeug geschickt, ich habe mich bedankt. Ist egal, Bruder. Hätte er lieber das gespendet. Ich spende mir auch nicht. Spendet mir gar nicht. Spendet lieber, ich habe einen Link. Spendet da einen Euro. Anstatt ihr diese Coins zu kaufen, spendet da. Spendet auch von mir aus in Jemen, spendet auch in Kurdistan, spendet auch in Myanmar, Uiguren, in Syrien, in Sudan. Spendet überall, wo ihr wollt, bevor ihr das Geld da spendet. Spendet das da, Wallah, spendet mir nichts. Wallah, Papa, ich bin dir ehrlich, in dieser Welt wird viel Ungerechtigkeit. Und, sehr viel Ungerechtigkeit, sehr viel. Weißt du, du musst dir vorstellen, und die westliche Welt ist der Hauptgrund dafür. Die rauben die anderen Länder aus. Frankreich hat die viertgrößte Goldreserven der Erde. Wer hat die erstgrößte? USA. Das spielt doch keine Rolle. Du bist genauso hängen geblieben, Alter. Hat Frankreich eine Goldmine? Nein. Nein, alles von Afrika. Wir hängen alles geblieben, Wallah. Alles von Afrika geklaut. Alles geklaut. Jetzt wissen wir, wie die. Guck mal, einer schreibt, jetzt wissen die, wie die Kurden. Das hat doch gar nichts mit Kurde, Palästinenser, mit irgendwas. Und wenn das Christen aus Afrika ist, wenn die unterdrückt sind, muss man denen helfen. Immer dieses. Ach, die Leute werden es nicht verstehen. Solange sie Ego denken, werden sie es nie verstehen. Aber ja, inshallah. Möge Allah mit denen sein. Weil der Einzige, der mit denen ist, ist Allah und niemand anders. Und jeder, hast du die Rede gehört? Guck mal, ich kann auch gerade reden, wa? Ändere ich was? In dem Moment nein. Jeder redet, jeder tut. Die reden ist umsonst. Aber Baba, jetzt guck mal. Natürlich, dieses Thema muss man auch ansprechen und so. Aber was wir als TikToker oder wir halt im Stream, was können wir helfen? Oder die Zuschauer allgemein? Wir können doch nichts machen. Wir können doch nicht... Ja. Du bist doch den ganzen Tag, oder? 2-3 Stunden. Ja. Dann match doch mal. Mach beispielsweise morgen, weißt du was? Morgen matchen wir 4 Leute beispielsweise und alles, was reinkommt, für bedürftig. Ist doch mal eine gute Tat. Das kannst du zum Beispiel machen. Aber Babari, hast du mein Herz gewonnen? Weißt du, ob ich spende oder ich spende nicht an Bedürftige? Wallah. Das spielt keine Rolle. Ich sage, dass man das öffentlich macht, dass das vielleicht andere auch machen. Und dass man einen Link teilt, bevor ihr hier spendet, spendet direkt dahin. So meine ich das. Das kann man machen. Klar, wir können nicht viel machen. Aber wenn die Hilfen abgebrochen werden von irgendwelchen anderen Ländern, die keine Elektrizität bekommen, kein Essen, was denkst du, was aus dem passiert? Was denkst du? Was passiert, Umut? Du geschlafen, ich geschlafen. Uns geht's gut. Ich meine, der General, was er gesagt hat, also das sind keine Menschen, das sind Tiere. Kakerlaken. Ja, und wir werden den Wasser wegnehmen, alles wird denen weggenommen, damit sie verhungern. Ihr könnt nur spenden und bitten. Spenden und bitten. Die stärkste, guck mal, das stärkste bei einem Muslim ist Dua. Aber die Muslims schlafen oder sind abgelenkt auf etlichen Social Media. Das ist ja auch eine Taktik der Kuffar. Das ist ja das Ding, guck mal, Papa, während anderen. Wallah, ich will
Du siehst mich, Walla, ich meine das ernst und so, ne? Während andere sowas machen, die anderen sind am Matchen, der andere will sich mit Celia treffen, der andere will dies, der andere will das. Aber wir sagen nur, guck mal, wir sagen nur die Armen, wir posten 5, 6 Stories auf ganz ehrlich, Barello, du schickst mir letztens so eine Nachricht, wo Celia, denkst du, ich gehe mit so einem Landstrans live? Ganz ehrlich, geht's dir noch ganz gut? Frag Jester, wer sich hier treffen wollte, mit ihm. Frag Jester. Haram, dich gemacht. ما بيجوز هاي ملعوني على هاي هو بس egal شكا danke الله كريم الله كريم ان شاء الله الله بده يهلفن يا رب Ja, Bedürftigen in Palästina helfen. Ja, aber ihr seid nicht nur in Palästina, jeder Bedürftige. Ihr seid den ganzen Tag live. Ihr erwähnt das nicht ein Wort. Ich sage ja nicht, dass ihr hetzen sollt. Einfach mal vielleicht den Leuten sagen, aufrufen sollt. Ja, macht Dua wenigstens. Und wenn man alles zumacht, keine OP, wer will operieren? Wer will da operieren? Denn ihr könnt euch den Ausmaß gar nicht vorstellen. Wallah, ganz ehrlich, ich krieg einfach nur Hass und Ekel, wenn ich weiter drüber rede. Man muss euch das nicht sagen, ihr müsst es selber machen. Dino! Du Ehrenmann. Ey, du, Barello, hör auf, Mann, wenn er redet, Mann. Nein, Wallah, ich respektiere sehr, aber ich habe wieder Flugzeug bekommen. Immer wenn ich Flugzeug bekomme, bekommt er direkt, Babari, direkt auch diese. Wallah, Babari, ist das ein Zufall oder ist das Déjà-vu oder keine Ahnung? Aber möge Allah, das dir, möge Allah dir das dir geben, was dein Herz verlangt. Amen. Aber ja. Papa, ich will sagen, wegen, guck mal, wir posten alle Insta-Stories, jeder tut so, als ob man darüber redet und so. Aber im Endeffekt, wir können nicht in deren Lage versetzen. Wir sagen nur so, boah, die Armen, aber in dieser Lage können wir uns nicht versetzen. Weil wir das nicht erleben, was wir erleben. Ja, aber weißt du, was du machen kannst? Was? Ein Spendenaufruf zum Beispiel. Das, was in deiner Macht ist, du hast Reichweite. Kannst du machen. Ja, der war stark zum Beispiel. Aber das, lass doch Hodja an. Papa, guck mal, ich hab so viel. Ich hab so viel. Auf und so. Jeder ist, du bist für dich selber verantwortlich. Okay. Du kannst die Leute aufrufen zu spenden. Du kannst, ja, bitte. Aber ehrlich antworten. So oft, wie ich im Leben gelogen habe auf TikTok. Denkst du, jemand würde sich bei mir trauen zu spenden? Jetzt im Ernst, Papa. Das muss ein Mensch machen, wo jeder vertraut. Weil wenn ich das mache, jeder denkt sich so, Barell ist voll der... Verstehst du, was okay. Ich meine? Lieber Mann, ich geb dir einen Gegenbeweis. Wie du gesagt hast, so oft du hier gelogen hast und Fitna machst, die Leute spenden dir doch. Ach, das ist okay. Ja, aber weil die wissen, das spende ich für Barello. Aber wenn ich sage, ich spende für andere, das, was auf PayPal kommt und so, keiner wird glauben, jeder wird denken, ich behalte das für mich selber. Und ich will nicht, dass Menschen so von mir denken. Du sollst einen Link kaufen, wo sie spenden können. Das ist ein sehr problematisches Vorgehen. Zum einen gilt die Verhängung von Kollektivstrafen, die in diesem Fall völkerrechtlich als Kriegsverbrechen Israel nach Vergeltung strebt. Das ist emotional nachzuvollziehen. Ha? War richtig random, du machst einfach an, ohne was zu sagen. Ich dachte, die haben gehackt, Wallah. Wallah, ich dachte. Die... Ja, er sagt die Wahrheit. Michael Lüders, Israel begeht Kriegsverbrechen. Jeder der russische Volk. Aber das gefällt dir nicht. Jeder eine Rose. Wallah, Papa, ich finde es schön, dass du manchmal live kommst und deine Meinung sagst, was andere nicht aussprechen und so. Weil du sprichst Sachen aus. Ich erinnere dich daran, dass du was machst. Du hast gemacht. Ob jemand dann spendet, ist sein Problem. Aber du hast deine Pflicht getan. Mehr kannst du. Wenigstens muss man was machen. Und nicht einfach, weißt du was, ob die anderen posten oder nicht posten, Influencer, das interessiert mich alles gar nicht. Ah. Muss jeder für sich selber wissen. Es tut nur einfach, wenn man sieht, es tut einfach nur weh. Mehr ist das nicht.
diese Ungerechtigkeit, wie man unbedingt ein Volk ausrotten will, dass sie endlich Ruhe haben und das ganze Land unter den Fingernagel wegklauen. Das ist alles. Und dann, das ist, guck mal, die machen das so und sagen dann die westliche Welt, und ihr müsst dafür sorgen, dass jeder Mund tot gemacht wird. Das dürfen sie nicht, das dürfen sie nicht. Holt Gesetze raus. So, genauso alles abgekatert. Und so passiert das und so siehst du das. 1000 Leute sagen, ey, rede nicht zu viel davon, du kriegst Probleme. Ja und? Vier haben Probleme? Wallahi, die haben Probleme. Alter, wieder so ein Ultra, einfach nur Blocken, ich schwöre dir, nicht mehr nie wieder in. Einfach, hier sind einfach nur, ich schwöre dir, ungelogen. Alle wollen nur, Mann, Spende von mir aus in Jemen, Spende in der Türkei. Die Türkei Erdbeben habe ich auch Spendenaufruf für die Türkei gemacht. Libanon geht's auch schlecht, hast du recht, 100%. Möge Allah mit den Libanesen auch sein. Die wurden auch bombardiert. Gehst du Sonnenbank, ihr habt hier keine anderen Probleme. Ich denke mal, wo ich brauche. In einer Minute und 35 Sekunden gehe ich offline, weil ich muss gerade was klären. Bleibst du bitte online, weil ich brauche nicht lange. Weil ich will mit dir unterhalten. Wie lange brauchst du denn? Ich brauche so 15 Minuten, 20. Nein, sorry. Nicht so viel? Wie lange? Fünf Minuten. Wer ist denn dir? Keiner. Das ist eine Frage. Guck mal, was einer schreibt. Bitte, bitte. Arafat, stimmt das, dass Palästina Kosovo nicht als Staat anerkennt? Also, politisch gesehen ja, aber nicht die Menschen, die da sterben, sondern ja. Politik hat nicht anerkannt. Wer erkennt überhaupt Palästina? Alter, hier sind wirklich also, ungelogen. IQ auf TikTok ist leider nicht groß geschrieben. Assalamu alaikum, Papa Ari. Ich komme in 5 Minuten. Alle zu Papa Ari rüber. Alle 6000 Menschen zu Papa Ari, weil er unterstützt mich auch immer. Und er redet Gutes nur. Wallah. Gar nicht. Wallah will ich nicht. Sie sollen wollen. Bester Mann, Wallah. Habibi. Was geht? Meine edlen Brüder, wie geht's euch? Alhamdulillah, wie geht's dir? Gut, ja, danke schön. Ich habe mir gedacht, schön.